They're not back yet. Immer noch then nicht. There's still time to search the flat. So viel Zeit haben wir. Wir machen ja alles irgendwie unordentlich und denen fällt es gar nicht auf, oder was? Okay, Tasse. Ja, ich glaube, da ist nichts. Das war das Messer von gestern, oder? Annabelle was holding this last night. It doesn't look as though they used it. Nee, weil die haben ja diesen Fleischklopfer benutzt. Ist hier irgendwas? Nee. Hm. She never did make me that cup of tea. The police is still here. I hope Catherine doesn't see me like this. Ja, ich bin nur bei den Nachbarn, um eine Tasse zu trinken. Alles gut. Tasse Tee zu trinken. Alles gut. Hier ein Zettel. Lesen. Notiz von der Reinigung, Dampfreinigung und Reparatur Riverport. Mrs. McKee, ich habe alles getan, um den Rotweinfleck aus dem Teppich zu entfernen. Den Teppich? Das war doch der, den die gestern weggeschleppt haben. Ich glaube nicht, dass ich noch viel mehr für sie tun kann. Das war wirklich ein hartnäckiger Fleck, aber jetzt ist er kaum sichtbar. Der Teppich sieht wie neu aus. Vielleicht können sie ihn zurückgeben und einen neuen bekommen. Tut mir leid, dass ich Ihnen nicht mehr helfen konnte. Was? Aber jetzt ist er kaum sichtbar. Der Teppich sieht wie neu aus. Vielleicht können Sie ihn zurückgeben? Steh Schnitt. So. A rug has been steam cleaned. The same one they carried out last night. The dates don't match up. Ach so, das war nicht von gestern. Okay. Gut, sie ist immer noch nicht da. Sollte die Wohnung nach Dingen durchsuchen, die ich für meinen Beweisbrett gebrauchen kann. Ja, danke. Danke für den Hinweis, Spiel. Ja, ich brauche halt, ich muss halt den Fleischklopfer finden eigentlich, ne? Downs Family Recipes. Familienrezepte der Downs. Für meine lieben Töchter Annabelle und Shirley. Mit liebe Mama. Mhm. Sonst gibt's hier nichts. Doch, Zeitung kann man auch angucken. New Age Woman. How to maintain your home and marriage. Auch nix. Ne. Die haben irgendwie... Aber wenn die was Verdächtiges gemacht haben, wieso haben die dann plötzlich hier, wie heißt das Spiel? Domino? Domino gespielt? Irgendwie merkwürdig. Wenn man jemanden umbringt, dann spielt man doch danach nicht noch Domino. Also, ich weiß nicht. So. Shirley and Annabelle are very close. They meet every week. Oh, ich höre was. Abendessen mit Shirley. Mein Geburtstag, Tio, nicht vergessen. Auftritt auf 15 Uhr verschoben an dem Das war vermutlich der Todestag, der 22. Hä, was? Ich dachte jetzt, sie kommen zurück, aber irgendwie nicht. Ich habe irgendwie voll Angst, dass die mich gleich hier so entdecken, wie ich hier alles durchsuche. Brennholz. There's a note in the fireplace on the other side. Die haben den das Feuer auf beiden Seiten? Okay. Tja, dann sollte ich vielleicht mal auf die andere Seite gehen, oder? Oder nicht? Mann, ich habe irgendwie echt Angst, dass hier so ein Timer mitläuft und irgendwie die gleich zurückkommen und ich dann nicht alles gesehen habe. Nein, da ist auch noch eine Note. Okay, die will ich aber auch noch sehen hier. Ah, da ist was rausgerissen worden. I wonder what was last written on this notepad. Ja, dafür brauchen wir Kohle, oder? Schätze ich mal. Ups.
Ah, mit der Steuerung bin ich immer noch nicht so ganz konform, aber geht schon. Hier ist auch noch was. Nix. Hier ist auch noch was und zwar nix. Toll. Komm schon, Tür. Na, so. Schwierig, die Tür zuzumachen. Gut, wir hatten hier auf jeden Fall irgendeine Note. Genau, im Brennholz. There's a note in the fireplace. I can't get it out with my bare hands. Okay. Die bleiben echt lange weg. Zum Glück, also gut für uns. Nothing interesting. Wieso gucke ich mir das denn überhaupt an? Gut, F. Ach so, hier ist wieder das Klo. Nee, da waren wir ja schon. Ja, Toilette verlassen. Ja, also wir brauchen so ein Ding, wo man so ins Feuer so reingreifen kann. Ich weiß leider den Namen nicht von dem Briefmarke. Nehmen? Wieso sollte ich die nehmen? Hä? Was genau hat die Briefmarke uns jetzt hier gesagt? Was wurde zuletzt auf dem Notizblock im Flur geschrieben? Ja, im Kamin liegt ein verbrannter Zettel. Ob der von Belang ist? Briefmarke. Ach so! Ach so, das sind Sammelobjekte. Okay. Also geht das Spiel jetzt so richtig los. Alles klar. Ich dachte jetzt, die ganze Zeit, das Spiel besteht nur aus wirklich die ganze Zeit Blabla und so kurz mal ein bisschen aus dem Fenster gucken. Aber es sieht ja aus, als wäre es jetzt ein wenig mehr, wo, dass wir uns hier umgucken können. Das finde ich gut. Muss ich sagen. Buch. Annabels Tagebuch. Heute hatte ich mit Shirley Streit. Ich kann es nicht leiden, wenn wir uns streiten. Ich weiß zwar, dass sie es gut meint, aber manchmal brauche ich einfach nur jemanden, der mir zuhört und mich nicht verurteilt. Es sind ein paar Ausdrücke gefallen, auf die ich nicht stolz bin. Shirley bedeutet mir die Welt und ich kann die Gedanken nicht ertragen, dass ich sie verlieren könnte. Aber als sie meinte, dass ich erwachsen werden und Verantwortung übernehmen solle, bin ich ausgerastet. Ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, ein besserer Mensch zu werden. Es ist Zeit, dass ich um Entschuldigung bitte und ihr zeige, dass ich sie so gern habe, wie sie mich. A sister's love is forever. Ah, Bleistift. Ja. Okay. Kann ich das wieder zumachen? Nö. Gott, die werden danach nicht merken, dass ich hier alles durchgesucht habe. Niemals. Paris Jigsaw Puzzle. Ja, jetzt setzt auch noch das letzte Puzzleteil ein. Fällt gar nicht auf. I can't stand to see an incomplete picture. Ach Gott, der Typ, ne? Ich würde ausrasten, wenn er meiner Wohnung hier alles anguckt und nicht so wieder zurück hinterlässt, wie es war. Okay, keine Post drin. Ja, dann können wir jetzt erstmal gucken, was da auf dem Notizzettel stand, glaube ich. E-Inventar, dann den Stift. Huch. Call Doctor's Bag. Ja, ich mache das ganz schön auf jeden Fall. Okay, ich glaube, da steht sonst, stand sonst nichts. Alles bis ans Eck. Sonst kriege ich die Krise. So. Ah. Yes, sehr schön. So, lesen. Ärzte zurückrufen. Cellokasten 1932. Muss ich mir das merken? Oh, ich hoffe nicht. That's something. Okay, ich glaube, er schreibt sich es auf. H hat am Dienstag, den 22. ab 20 Uhr Zeit. Wechselkleidung mitnehmen, vorher vergewissern, dass Theos Auftritt stattfindet.
Also, mein Gefühl ist ja irgendwie, dass die eine illegale Abtreibung hatte. Wechselkleidung mitnehmen, Arzt anrufen. Wir haben vorher schon gelesen, dass irgendwas mit dem Kind ist. Ich glaube, dass die einfach nur illegal abgetrieben haben und dass es das ist, was sie zu verbergen haben. Ja. So, wir haben hier noch dieses Ding, das brauchen wir doch. Nee, nicht das. Unterbrochene Schallplatte. Interrupted. Need to go back. Wieso nehme ich die mit? Keine Ahnung. Hier, das Ding, was hier neben dem. Ah, ich hänge fest. Das hier, das muss ich mitnehmen. Genau. Klau den einfach alles. Super. Theo's So. room, no doubt. Verwirrende Musik. Ja, das verwirrt mich sehr. Okay. Kann ich die Schallplatte drauflegen? Wie gehen das? Na toll. Ja. Ich hab gar keine Ahnung, wie sowas funktioniert. Hallo? Nee. Ich dachte, man macht irgendwie dieses Ding da drauf und schon geht's ab. Oh. Muss ich das hier irgendwie drehen? Oh, das dreht sich aber auch gar nicht, ne? Es funktioniert einfach nicht. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe einen Code für den Cellocast gefunden. 1932. Welcher Cellokasten? Der hier. Wieso hat er jetzt die Schallplatte hier draufgelegt? Ich weiß nicht, ob ich das machen muss. So. Wo ist denn hier das mit dem Code für den Cellokasten? Locked. How does one open a piano front? Now, what do you know? Notenständer. Ein Stimmnagel. Neuer Hinweis. Notenständer. He's Hä? a slob. Something's blocking these keys from the other side. Verdeckte Notiz. Hier, irgendwo steht hier verdeckte Notiz. Music sheets, presumably Theo's songs. Okay, ich bin ein bisschen verwirrt. Schön! Hier steht verdeckte Notiz. Ich weiß nicht, was das heißen soll. Meine tollen Skills. Ja, ich weiß es nicht. Muss mal gucken, was wir hier noch haben. Hier ist das Cello. Kann ich auch spielen. Oh, da ist die Frau. Was haben wir noch? Also das ist kein. Ch Nee, der Cellokasten, der war ja da hinten, aber ich weiß nicht, wie ich an den rankommen soll, oder? Schnitzerei. Wie stellt sich denn sowas zu Hause hin? Sieht ja ultra merkwürdig aus. Cellobogen. Ich weiß nicht, warum ich den mitnehme. Ich finde es cool, dass man hier die ganze Zeit, wenn man da so draufklickt, so Musik machen kann. Okay. Ich bin mega verwirrt, wenn es um Musikinstrumente geht oder so, dann keine Ahnung.
Ungelesene Einträge, ja. Auf der Klavierklappe lag ein Stimmnagel, den ich noch gebrauchen kann. Blockiert etwas von innen die Klaviertasten. Und den Cellokasten, ja, ich weiß nicht mal, wo der Cellokasten ist. Und wofür braucht man einen Stimmnagel? Und ich bin verwirrt. Huch! Nein! Ich wollte nicht ganz raus. Ja. Keine Ahnung, ne? Ich werde erstmal den Zettel da rausholen. Ist das der Cellokasten hier? Ja! Oh Mann. Dass man da draufklicken kann, war aber auch etwas sehr. Ja, das war so hinter der Figur versteckt. Das konnte ich ja gar nicht sehen. Sweetness had to die. Ich hoffe, ich muss nicht spielen. Oh, bitte nicht. Sweetness had to die. Something in my mind knows I was wrong. I know I shouldn't have done it. Now you're gone. Sweetness had to die. My love said goodbye. Now all I have is my guilt and the song. Ich glaube immer noch an die Abtreibung. Irgendwie. Ah, 1932. Nein, 1932, genau. Wow! Wie schnell geht das denn? Nein! Ah! Okay. 1932. Yes. Und jetzt? Das geht ja nicht auf. Hallo? 1932. Der Cellokasten ist abgeschlossen. Oder muss man das. Nee, das machen wir doch in der Mitte, oder? Müsste der jetzt nicht aufgehen? Anscheinend nicht. Mach das mal alles nach oben. Oder nach unten? Ist auch kein Knopf irgendwie um das 1932. Ja. Genau. Zahlenknopf. Ja, merkwürdig. Hier steht doch 1932. Theos Noten lassen darauf schließen, dass er jede Menge Schuldgefühle hat. Fühlt er sich womöglich wegen Charlotte May schuldig? Weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Ja, ich habe gar keinen Plan. 1932. Ja, keine Ahnung. Warum geht es nicht auf? Huch, ich hänge hier irgendwie gerade mit in meinem Rollstuhl fest. Ich schaue hier nochmal. Ansonsten gucke ich erstmal nach dem Zettel. 1932, ja. Ich weiß es nicht, warum es nicht funktioniert. Fragt mich nicht. Oh, nein, nicht wieder dagegen fahren. So. Okay, ich will mal hier. Und zwar. Genau. Dann kann ich nämlich das mal rausholen mit dem Schürhaken. Medicine Notes. Arzneihinweise. Was hat sie denn gekauft? Irgendwas stand auf. Hupsala. Irgendwas stand im Badezimmer. Aber irgendwie nichts von denen hier, glaube ich. Ich mache mal hier Seems Foto. to be a list of medicines.
alles sehr unauffällig hier. Keine Ahnung, ob ich nochmal ins Badezimmer... Ah ja, ich konnte ja ins Badezimmer reingehen. Vielleicht kann ich da nochmal gucken, was genau sie hier für eine Medizin genommen hat. Nee, war die hier drin, die Medizin? Ach nee, das war ja seine Medizin. Huch, ich habe gerade irgendwie total das falsch in Erinnerung gehabt. Ich dachte, hier stand irgendeine Medizin, aber ich glaube, es war seine. Gut. Dann würde ich das Bad wieder verlassen. Und dann, ja, was haben wir denn noch? Irgendwie diese Klaviertasten sind blockiert. Den Cellokasten kriege ich nicht auf. Und den Stimmnagel. Was haben wir im Inventar? Okay, der nimmt das Zeug aber auch weiterhin mit. Auch wenn wir das schon alles benutzt haben. Huch. Ich drücke immer die falsche Taste. Können wir hier noch irgendwas machen? Nee. Da steht auch nichts mit Inventar. Also schätze ich, dass da nichts Besonderes oder Wichtiges drin ist. So. Gut, ich gucke mich nochmal hier ein bisschen um. Die sind ja gefühlt für immer weg, also... Kann ich hier auch noch mal ein bisschen schauen? War hier noch irgendwas, was ich nicht aufbekommen habe? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Warte mal, da hinten bei dem Schrank. Okay. Da ist auch nichts mehr. Gut. Was haben wir hier nochmal? Hier war auch nichts. Hat er alles nicht mitgenommen? Warum ich mir das angucken kann, verstehe ich auch nicht. Den Zettel, den hatten wir schon. Eieiei, das ist ja hier jetzt richtig mit Gehirn anschalten. Das ist genau das, was ich heute nicht gebrauchen kann. Jetzt, wo ich so müde bin. So. Ja, ich verstehe das nicht so ganz. Mit dem Cellokasten. Ich habe das doch eingegeben. Warum kriege ich den nicht auf? Warum zeigt mir das Spiel hier auch nichts? Willst du mich verarschen? Doll, ey, was war das denn jetzt gerade? Ist das merkwürdig. So. Ist ein Zettel drin? Brief? Erstmal lesen. Theo, ich freue mich sehr, dass du uns zurückgeschrieben hast. Mutter braucht die Arznei dringend. Ach so, das ist für die Mutter? Der Arzt meinte, sie könnte sterben. Ich muss dich bitten, dich zu beeilen, denn ihr Zustand verschlimmert sich mit jedem Tag. Sie braucht ein blutverdünnendes Medikament. Ich glaube, man kann es nur in deinem Land bekommen und es ist sehr teuer. Danke nochmals. Übrigens, wie ist mein Englisch? Du warst ein guter Lehrer, großer Bruder. Ich hoffe, dass ich eines Tages mit dir in deinem großen, schicken Haus in England wohnen kann. Bis dahin werde ich hier den Haushalt führen, denn da Mutter krank ist, bin ich die Frau im Haus. Schreib mir bald zurück, Theo. Theo has a sister back home somewhere. Mhm. Und das ist jetzt wichtig, ja? Ja, ich mach den Deckel mal wieder zu. Okay, jetzt ist halt nur noch der Stimmnagel und die Klaviertasten. Einmal eine Runde rumdrehen. War hier hinten noch was? Ach so, wegen der Musik hier. Ja, keine Ahnung. Ups. Brauchen wir hier einen Stimmnagel? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht. Nein.
Okay. Cellobogen. Warum haben wir den eigentlich mitgenommen? So, die Schallplatte. Die will er halt auch irgendwie nicht abspielen. Und er nimmt sie immer, wenn ich hier wieder draufklicke. Und wenn ich hier drehe, passiert irgendwie auch nichts, habe ich das Gefühl. No, my baby don't care for me. Just because she says she do. If my baby really care for me, she wouldn't leave me feeling blue. Theo, where's the pencil gone? Annabelle, you can't hear I'm recording. Sorry, I don't know the difference. You know that. Well, check next time. These vinyls are too expensive to waste. Theo, all I want is a pencil. Try the living room. Why would you even leave it in there? Oh, God, Lord. I'm gonna have to start this whole thing over again. Okay, neuer Biografieeintrag. Also er kann auf jeden Fall sehr schön singen. Theo hat ein Talent für Musik, das er mit seiner Arbeit für Harold Levy vielleicht verschwendet. Ja, das ist durchaus möglich. So. Was ist mit der Tasche los? Ups. Okay. Hallo? Oh, ich hänge hier voll fest, ne? So, wollte eigentlich nur mal gucken. Aber ich kann hier nicht auf mein Inventar zugreifen. Ah, doch, jetzt. Ich habe gar keine Ahnung, warum wir diesen Cellobogen mitgenommen haben. So. Gut. Wir haben noch irgendwie diesen Stimmnagel. I don't know a great deal about musical Ich auch instruments, nicht. but this doesn't look expensive. Ach so. Ja, jetzt ist der Notenständer wieder aufgegangen. Hallo? Also hier muss was drin sein. Aber ich weiß nicht, wie das aufgeht hier. Kann ich nicht rausnehmen. Nope. Mit was kann ich das rausnehmen? Mit dem Schraubenzieher? Nee. Cellobogen. Nein, auch nicht. Warte mal. Ah! Nein, das wollte ich nicht. So, dann müssen wir das ja jetzt hier reinstecken, eventuell. Auch reinschieben? Oder was? Ah, okay. Ist das Geld? 45 pounds. If I were a lesser man, I'd take it and live comfortably for the rest of the year. There's no way Theo's boss pays him this much. Annabelle, it's Shirley. Damn. Oops. It's Annabelle's sister. Oh posting the key back through the door. I love you.
Okay, Shelly hat die Ersatzschlüssel für Annabels Wohnung vorbeigebracht. Ach so. Boah, die kann ich ja jetzt klauen. Ich meine, ausleihen. Ist schon ein bisschen kriminell, was wir hier machen, glaube ich. Also, meh. So darf man auf jeden Fall eigentlich nicht, ermitteln. Aber, tja, wir sind ja nicht bei der Polizei. So, was machen wir denn jetzt? Gehen wir jetzt? Oder, ich weiß gar nicht mehr, was wir jetzt noch zu tun haben hier. Oh, ups. Hallo? Wohin muss ich? Was muss ich machen? Das Spiel hängt manchmal irgendwie ein wenig. Oh, jetzt hänge ich auch in einem Eck fest. Hilfe! Ich sehe nichts mehr. Okay, ich bin irgendwo da. Wow. Warte. So. Jetzt müsste ich nur noch geradeaus, oder? Ja, gut. Oh. Ja, weiß ich nicht. Was soll ich denn machen? Ich habe jetzt alles durchsucht, oder? Eigentlich müsste ich fertig sein. Oder muss ich hier noch was machen? Spiel? Hallo, gib mir doch mal einen Hinweis. Schön. Ich habe gar keine Ahnung, was ich gerade machen soll. Kann ich jetzt gehen? Ermittlungen beenden. Nee. So. Schlüssel 1? Peitscherschlüssel. Wie kann ich denn die anderen auswählen? Ach so. Okay. Schlüssel 3. Alles klar. You can tell a lot about a person from their bedroom. Oh, wir durchsuchen noch mehr. Okay. Gibt es also noch mehr zu observieren? Ausspionieren. Wie die Pflaster da im Hintergrund einfach so schwebt, so als würde es uns gar nicht geben. Blue Mist. It's brand new. Blue Mist. Annabelle hat einen teuren Geschmack. Wenn Theo dafür aufkommen muss, steht die Frage im Raum, woher die beiden das ganze Geld nehmen. Ja, das stimmt. Und woher die das Geld auch, was da im... Surely Theo's wage can't pay for all this. Was da auch das, das Geld, was da in dem Klavierkasten drin war. Ich meine, war ja schon ziemlich dann viel angeblich. Huch. So. Einmal aufmachen, bitte. Hier haben wir noch Brief. Brief und sonst nichts. Annabelle Meredith Mackey. Stinksauer. Was du getan hast, ist unfassbar. Du hättest wegen dieser Sache mit mir reden sollen. Ich bin deine Schwester, verdammt nochmal. Ich hätte dir das schon ausgeredet. Sei froh, dass Mutter nicht mehr sehen kann, wie du dich unmöglich machst. Du hättest mir davon erzählen sollen. Ich bin zwar stinksauer, aber trotzdem für dich da. Wir sind schließlich Schwestern und das wird sich nicht ändern. Ich werde dein Geheimnis für mich behalten, aber wir sollten wirklich bald einmal miteinander sprechen. Deine Shirley. Also hier ist auf jeden Fall noch mehr im Argen. Vielleicht lag ich auch falsch, was das anging mit der Abtreibung. Nur, ich meine, irgendwie... Oder die haben das... Okay, die Tür geht automatisch zu. Ich weiß es halt nicht. Oh, wieder ein Zahlenschloss. Warum ist der Wäschekasten der Mackies abgeschlossen? Ja, gute Frage.
Boah, wie lange ich hier schon rumsuche und die einfach immer noch nicht da sind. Spieluhr. Kurbel. It needs something to wind it. Sister's love is forever. Shoulder to lean on when or wherever. A love built to last, strong and steadfast. Sister's love is forever. Hat sie vielleicht von ihrer Schwester bekommen? Weiß ich nicht. Also vermutlich schon. Irgendwie hat man ein bisschen das Gefühl, dass die Schwester ein wenig mehr dahinter ist, was die Beziehung zwischen den beiden angeht. Aber ich... Keine Ahnung. So. Hä? Inventar? Ist das auch abgeschlossen? Okay, also ich glaube, der Schlüssel funktioniert hier nicht. Ach, auch nicht. Ja. Ich habe da gerade irgendwas schon wieder gehört. Das ist so merkwürdig. Okay, der Schlüssel funktioniert auch nicht. Tja. Weiß nicht. Achso, das geht einfach so auf. Warum steht denn dein Inventar da? Chloroform. Oder nicht? Nee, es ist nicht Chloroform. Chlorosol. Lavender Scented Bleach. Und wieder Bleiche. Ja, aber sehr viel Bleiche überall rumstehen. More Bleach. Okay, ich dachte kurz, es wäre Chloroform. I spoke too soon. What on earth is inside? Okay. Warum verstecken die Kurbel da drin? Auch sehr merkwürdig. Smells fresh. The whole place is clean. Ja, die haben gründlich geputzt, auf jeden Fall, würde ich sagen. Huch. So. Komm schon! Eieieiei. Wieso gucken wir uns die Zahnbürste an? Zahnpasta, okay. Annabelle is obsessed with cleaning. Ja. Das ist jetzt das Einzige, was wir hier... Okay. Absolutely spotless. You'd never even know a mechanic lived here. Wieso kann ich hier auch ins Inventar? Ach, ich hab gar keine Ahnung mehr. So, einmal hier rausgucken. Huch. Also hier ist auf jeden Fall nix. They had a view of Mr. Morgan's home. They could have easily seen Charlotte May every day. Ja, stimmt. Ich weiß nicht. Ich bin gerade noch ein wenig verwirrt von dem Ganzen hier. Gut, wir machen erstmal hier das hier rein, die Kurbel. Und dann kurbeln wir es an. Ich glaube, es muss mal bis zum... Achso, nee. Oh, da geht was auf. Wer hätte das gedacht? Ein Zettel. Zettel eines Fremden. Letztes Mal hatte ich viel Spaß mit dir. Das sollten wir wieder machen. Hoffentlich hast du das Blue Mist Parfüm genossen. Das Zeug ist nicht gerade billig, aber du bist es wert. Ruf mich unter 3283 an. Is Annabelle having an affair? Eine Affäre oder sie arbeitet als Prostituierte? Ich weiß es nicht. Und ist vielleicht da schwanger geworden? Nee. Ich weiß auch nicht, wegen dem Schwangersein, ob das überhaupt stimmen muss.
Warum ist der Wäschekasten abgeschlossen? Achso, ja. Die unangebrachte Notiz in Annabelles Spieluhr scheint nicht von ihrem Ehemann zu stammen. Ich tippe auf eine Affäre. Annabelle hält ihre Wohnung makellos rein. Ich frage mich, ob sie auch schon... Ach, Entschuldigung. Vor den Ereignissen in ihrer Vorratskammer so einen Putzfimmel hatte. Okay. Können wir nicht zumachen wieder. Warte mal. Hatten wir den... Die Telefonnummer haben wir uns nicht aufgeschrieben, ne? Nee. Die auf dem Zettel drauf lag. Okay, eigentlich müsste ich das Ding noch aufmachen, aber da habe ich bis jetzt keinen Hinweis gefunden. Soll ich hier wieder gehen? Oder bin ich noch nicht fertig? Ich glaube, ich kann noch gar nicht gehen. Nee. Okay, das heißt, ich brauche noch den Hinweis. Huch. Schön. Dass die mich hier nicht sehen. Ich hier überall Rumpfkurve im Zimmer, wo ich gar nicht rein darf. Tja. Hier war sonst nix, ne? Nee. Ach, wie schwer das aufgeht. Hä? Stand da noch? Flasche. Seife. Nee, also ich glaube, hier ist nichts mehr drin. Und hier? Ich weiß auch nicht, was das bringt, dass wir hier die Wasserhähne aufmachen können. Achso, ich dachte, ich könnte es jetzt irgendwie so voll laufen lassen, aber... Anscheinend auch nicht. Ja, was ist denn hier mit dem Inventar? Ich bin irgendwie... Gerade stehe ich auf dem Schlauch. Tja, also irgendwie kommt es mir nicht so vor, als wäre hier in der Toilette noch etwas. Deswegen werde ich jetzt mal die Nummer, die hier steht, ausprobieren. So, Ablagefach. Lesen. 3, 2, 8, 3. Okay. Vielleicht ist es ja das, was wir hier eingeben müssen. 3, 2, 8, 3. Warte mal. Oh. Hier ist noch was. Aber nur das Foto. Mehr kann ich hier nicht machen. Okay. So. Ja, ich probiere es. Ich bin ein wenig aufgeschmissen. Gerade. 3, 2, 8, 3. Ah, okay, 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 okay. Hä? Okay, das geht nicht weiter auf. Clean bedding. Okay. Now, what's this then? Der Fleischklopper. This is it. The mallet I saw Thea use last night. I've got you. Did you hit Charlotte May with this? Damn it. The McKees are coming back. Well then, what do you want me to say? I don't know. Just stop him. He's been in there for ages. Why did you leave him then? Really want me to go through that right now? Okay. Aber okay. Du solltest da vielleicht rausgehen, sonst. Just don't say anything that he might. Warum gehst du da nicht raus? Well, you know, voll auffällig, wenn du da drin bist. Do you really think I'm that stupid? Now shh. Let's just go inside. I'm waiting for you. Warum geht er nicht raus? Ah. Ja. Puh. Das war echt in letzter Sekunde. Hello, noch zugesperrt. Hallo, Theodore. Anne says Tony Morgan asked you to investigate his daughter's disappearance. That's right, but I'm sure she's also told you that it's merely a form. I was just telling Mr. Conway he's wasting his time, because we don't know anything about it.
Aren't you retired, Mr. Conway? Well, I'm not here officially, Mr. McKee, just as a friend of Tony Morgan's. But I do appreciate you making the time. Well, like Anne said, we had nothing to do with Charlotte May, so I don't know how I could help. And I don't have long, I'm afraid. Mr. Levy isn't very happy with me stepping out of work. I appreciate it all the same. Well, shall we move into the living room? Of course. Please, after you. I'll be with you in a moment. Now, please, I'd like to know what you were doing at the time of the attack, if you wouldn't mind. Maybe start at 10 p.m. 10 p.m.? Well, I was at a gig that night, so I was playing down at the Sugar Ducks, men's club. Harold, my boss, hasn't paid me for a few months, so I've had to start making money elsewhere. I remember I got home around 10:40, I think. I went straight into my music room. I had a song in my head I just had to get out. So nothing to do with Charlotte May. Okay, vielleicht kann ich nur eine Frage stellen. Das heißt, wir müssen halt wirklich uns die richtige aussuchen. Ich würde mal das Geldverdienen angeben, weil es ist ja irgendwie sehr auffällig, dass sie so viel Geld haben, obwohl er gar nicht so viel verdient. Also vielleicht verdient er als Musiker so viel, ich weiß es nicht. You say you had to start making money elsewhere. A little, yes. A little, Like I said, Harold Levy hadn't been paying me, so... Why not, if you don't mind me asking? I think he has a few money problem. It's not my place to ask, and he doesn't tell me everything. Just that he's not paying you. Sure. So how much money have you made elsewhere? Enough to get by. Well, that's all any of us can hope for, isn't it? I have trouble paying my bills myself, as you can probably imagine. You'll have to tell me your secret, where you make your extra cash. I'm sorry. What does this have to do with Charlotte May? Hopefully nothing. I'm sorry. We're off topic. You will forgive me. It's fine, Mr. Conway. Should I carry on? Please do. Where were we? Ah, yes. You were saying you'd entered your music room. Anyway, I think I was in my music room all the way up until... I'll be with you both in a second. Don't wait for me. Okay, my love. I was in my room until Anne called me out. She heard a smash or something. Anne was visiting a friend that night, but I think she was back just before me. And I think she was in her bedroom. So, by all accounts, she's the one who heard it. Annabelle hat es gehört, Freundesbesuch, früher als sie zurück. Oh, ich weiß nicht, muss ich mich jetzt an irgendwelche Dinge erinnern, die wir gesehen haben? Weil wenn, dann weiß ich es leider nicht, wer zuerst hier da war oder ob die mich jetzt anlügen. You didn't hear the smash yourself. No, there aren't any windows in my music room and I was writing a song at my piano. So Annabelle heard it and came in to get you. Mm-hmm. You say you heard a smash or something. Could you think back and tell me exactly what happened? Anne came in. She said, something's going on outside. That I should take a look. That was when I realized she was home. And that's when you came out and looked. That's right. And you say you didn't know Annabelle was home yet. Like I said, I couldn't hear anything. What with my music? So she could have been home longer. I suppose, but I don't think she was. And what did you see once you were outside? Tony Morgan, laying on the floor. All our neighbors taking a look. Then the police came. Nothing else? Not Charlotte May, not the kidnapper? I spoke to you briefly. Fair enough.
Please, as you were saying. So anyway, it couldn't have been Anne or me, you see, because we weren't here most of the night. And in any case, the sugar ducks are a good 20-minute walk away. People would have noticed if I was missing from my gig, wouldn't you think? I'm confused. Is this all you want to know? What I was doing that night? Nothing else? Und sie ist jetzt da nach hinten gegangen und hat in dem Musikzimmer irgendwie dieses, ja, Windspiel angebimmelt. Ich weiß nicht, ob das absichtlich war oder nicht. Also will sie ihm hier irgendwie eine Nachricht oder so senden, dass er aufhören soll zu reden? Außerdem sagte er, Annabelle kann es nicht sein, weil sie nicht da war, aber sie war ja vermutlich schon vor ihm da, hat er ja gerade auch erzählt, also alles sehr merkwürdig. You say it couldn't have been Annabelle. No, she was out of town that night. She'd already paid for her tram ticket, so I said I didn't mind. Really? And she used the tram ticket. I don't understand. You say she was out of town for most of the night. Could she have been here longer than you thought? Anne didn't have anything to do with Charlotte May. Well, anything is possible. No. I'm sorry, it's not. You don't know Anne. So she's not capable of such a thing. Is she capable of deceiving you? That's my wife you're talking about. I'm not answering that. You're right. I apologize, Anne. I've overstepped my bounds. I promise you, I meant nothing by it. I have to ask these things for Tony Morgan, but if you say that's not her, then I trust you, Theodore. It's fine. Please, if you don't mind, could you continue with the night's events? Sorry about that. I was making sure that things were where we left them. I was just saying that Mr. Conway is wasting his time because we were both out of town for most of the night. Isn't that right, my love? You were at a friend's, weren't you? You already paid for a tram ticket. That's why you couldn't come to the gig. Well, actually, Theo, I wanted to talk to you about that, but it can wait till later. Talk to me about what? Tell him you're out of town. Don't you have to get back to work? Actually, I think I do have to go, Mr. Conway. I'm sorry I couldn't be more help. You'll excuse me. Thank you for your time, Theodore. Irgendwas ist mit ihr komisch. Also die Tramfahrkarte hat sie tatsächlich nicht benutzt. Die haben wir ja gefunden, dass sie nicht... Und die war ja nicht abgestempelt. Also lügt sie eindeutig, aber auch eventuell ihn an. So you paid for your tram ticket. I wonder what good a ticket is if you don't end up using it. Perhaps you forgot where you were that night. Mr. Conway, I think you've more than outstayed your welcome. I don't know why I agreed to talk to you in the first place. You must think me awfully dense if you think I don't know what you were doing while I was gone. I don't want to see or hear from you again. Do you understand? This is a job for the police, not some old has-been playing detective. Did Charlotte May outstay her welcome? Is that why you killed her? Is that why your pantry is bleached head to toe after I saw you bloodied last night? Get out. Now. Oh, ich weiß nicht, ob wir es jetzt verkackt haben und sie uns einfach jetzt gar nichts verraten wird, weil sie jetzt sauer ist. I think that went as well as could have been expected. Was? Ich weiß nicht. Ich dachte vielleicht, dass sie uns was sagen wird. Ich weiß auch nicht, ob wir mit den Antworten das nicht eventuell kaputt machen können, dass sie uns entweder was sagt oder nicht. Aber wenn da immer nur so ein Wort mit so einem Fragezeichen steht, da weiß ich halt nicht genau, was er dann sagt irgendwie. Also, schwierig. From talking to the McKees, it seems apparent that they were both in Delia View at the time Charlotte May was taken.
Annabelle and Theo were clearly hiding something. I observed them getting rid of a rolled-up rug and saw Theo use a mallet for God only knows what. I can't currently prove it relates to Charlotte May. And a few questions still remain. Question Board. Okay, gucken wir uns das mal an. Was haben wir hier drüben noch? Oh, so viel. Eieiei. I'm positive that Charlotte May was in that pantry. But can I prove the mallet was used to hit something living? Ich weiß nicht, ob das die Charlotte May war. 45 pounds is a large sum. In my experience, the kind of money made on the black market. Theo doesn't seem like someone driven by greed. So what possible motive could compel him to kidnap and sell a young girl? Meint er, die haben das Kind verkauft und damit sich dann alles finanziert? Das glaube ich irgendwie auch nicht. Aber keine Ahnung. So. Oh, jetzt wird's ja noch verrückter und schwieriger. Eieie, was haben wir denn hier? Oh, was? Theo hat im Sugar Dogs gespielt, im Herrenclub. Theo unsicher, wann er nach Hause gekommen ist. Erst 22 Uhr, dann 22.40 Uhr. Jedenfalls nach Auftritt. Theo monatelang nicht bezahlt, musste anderweitig Geld verdienen, ist sofort ins Musikzimmer. Theo hatte keine Ahnung, dass Annabelle zu Hause war. Auf das Fragenbrett übertragen, um eine Frage zu verbinden. Mother needs that medicine. You taught me well, Big Brother. Okay. Ach du heilige Scheiße. Was? Ich habe irgendwie ein wenig Angst. Okay, wir haben hier irgendwas, ja. Ich hätte auf jeden Fall übertragen. Ja, keine Ahnung. Ach so. Okay. I'm positive that Charlotte May was in that pantry. But can I prove the mallet was used to hit something living? Ja, vielleicht damit? 400 Gramm? Nee. Also hier ist so ein bisschen was ab, aber ich habe keine Ahnung. Er ist sofort ins Musikzimmer, nicht bezahlt, musste anderweitig Geld verdienen. Ja, nee. Hat die Mutti was damit zu tun? Mother needs that medicine desperately. Beide waren vor dem Angriff zu Hause. Annabelle hat das Krachen zuerst gehört. Annabelle vor Theo zurück, meinte, sie sei in ihrem Zimmer gewesen. Ist nicht zum Auftritt von Theo gegangen. Annabelle meinte, sie hätte sich mit ihren Freundin getroffen. Hat Theo nicht kommen hören. Child abduction in Riverport. Silverbrook's robbery suspect released without charge. Ich muss es mal lesen. Verdächtiger in Silverbrook's Einbruch aus U-Haft entlassen. Riverport, was hat denn das mit diesem Antiquitäten-Spezialist für Silber? Und was steht hier? Das ist doch viel zu klein, ich kann das nicht lesen. Ach so, ich kann reinzoomen. Ich bin ein bisschen gerade überfordert von dem Ganzen hier. Gestohlene Fahrzeuge. Gestohlene Fahrzeuge. This product is for domestic use only. Was haben wir denn hier? Bei Verwendung auf Baumwolle entstehen helle Flecken. Bei Gebrauch mit anderen Chemikalien nicht zum Gebrauch im Haushalt bestimmt.
Keep away from small children. Schutzhandschuhe. Hatte er irgendeinen Schutzanzug an? Ja. Nee. Boah, ey. 45 pounds is a large sum. In my experience, the kind of money made on the black market. Theo doesn't seem like someone driven by greed. So what possible motive could compel him to kidnap and sell a young girl? Ich weiß nicht, was ich da dazu noch packen soll. Ehrlich nicht. Ich bin gerade ein wenig verwirrt. Vielleicht das Bleach-Zeug? Die Preise. Alter. Damn. Tuesday, outside. Das ist ein wenig viele Möglichkeiten hier und ich, um Himmels Willen. Okay. Annabelle von Tio zurück, meinte, sie sei in ihr Zimmer. Ist nicht zum Auftritt gegangen. Ich glaube, das hat nichts hiermit zu tun, oder? Tio unsicher, wann er nach Hause gekommen ist, musste anderweitig Geld verdienen. So. Er musste halt anderweitig Geld verdienen. I should read every detail on the evidence. Nein. Okay. Oh shit, es ist halt so viele Möglichkeiten, ne? Ich weiß es nicht. Wear protective gloves. Ja, das würde ich jetzt nochmal schnell hier übertragen. Vielleicht. There must be some small detail here. Ich weiß es doch auch nicht, Menno. There must be a detail I'm missing on some of the evidence. Ey, es könnte halt alles sein, ja, bitte. Ich meine, komm, ups, das ist, ich, I need to make sure I'm scouring all of the evidence. Ja. Boah, ich bin genervt, ich sag's euch. Eine Flasche Bleiche, die ich in der Vorratskammer gefunden habe. Toller Kontext. Von Kleinkindern fernhalten, da. Meine Fresse, ey. Ach. Eine zweite Flasche Bleiche, die ich im Bad der Wohnung der Mackies gefunden habe. Entstehen helle Flecken. Hat er helle Flecken? Verwendung mit Blut? Achso, das... Übertragen. So. Hat er helle Flecken hier? Ja, sind ja helle Flecken. Every piece of evidence. I need to make sure I'm looking at all the evidence. Woher soll ich denn das wissen, Junge? So viel Geld für irgendwelche Dingsbums-Dinger. Ich habe die Überreste der Arzneimittel. Ja, was brauchte denn die Mutti für Arzneimittel? Ja, ich weiß ja nicht. Welche Arzneimittel? Antiquitäten. I will sell you Antiquitäten. Warum brauchen wir das denn hier? Ich verstehe das alles nicht, Leute. Ich bin wirklich ultra, ultra, ultra verwirrt. Annabelle hat es... Ich meine, hat Theo nicht kommen hören. Also gemeint, dass sie sich mit einer Freundin getroffen hat. Ich glaube, das hat nichts damit zu tun, oder? Gut, ich mache mal das hier. Ich übertrage das hier mal. So, Mother needs Ma Dingsbums desperately. Was habe ich hier noch? Anderweitig Geld verdienen.
Ja, aber maybe. Ich weiß es nicht. Für die Medikamente. Oder? Also die haben ja irgendwelches Geld, was sie vermutlich der Mutti gegeben haben. There must be some small details I'm missing on some of the evidence. Für irgendwelche Medikamente, die sie braucht. Aber ich weiß ja schon nicht mehr, was für Medikamente. Oh, ist ja auch sehr groß hier. Blutverdünnende Tabletten. Ich habe gar keinen Plan. Hier. I need to make sure I'm scouring all of the evidence. Danke. Ich weiß es doch auch nicht, ey. Sowas macht mir gar keinen Spaß, ja. Also bis jetzt hat das Spiel schon Spaß gemacht, aber das hier... Ich meine, es kann alles sein. Das ist der Fleischklopfer, den ich Theo in der Vorratskammer habe halten sehen. Die Mackies haben ihn in einer Truhe am Fußende des Bettes versteckt. Wirklich, ist, ich meine... Meiner Meinung nach kann es einfach alles sein. Und ich habe jetzt schon keinen Plan mehr. Huch. Oh. Ja, das wird alles falsch sein hier. There must be some small detail here. Beweise trennen. Ja. Dass er mir aber auch nicht mal bei einem, wenn eins richtig ist, zumindest schon mal sagt, so gut. Oh, hier kann man einen Tipp. Ja, ich brauche einen Tipp. I'm sure that some of this evidence is irrelevant. I could remove them. Ja. There. Everything left on the board is relevant. Schön. Okay, bleach. This product is for domestic use only. Alles klar. Bei Gebrauch mit anderen Chemikalien können giftige Dämpfe, Verwendung auf Baumwolle, entstehen helle Flecken. Er hat doch hier so helle Flecken auf dem Dings, oder? There must be some small detail missing on some of the evidence. Hier sind auch helle Flecken. I should read every detail on the evidence. Die sagen helle Flecken. Er hat hier helle Flecken. Hier sind helle Flecken. Hier. Und es ist trotzdem falsch. Okay. Keine Ahnung, dass Annabelle zu Hause war. Ja, ich denke mal, das mit dem Geld wird hier verbunden sein müssen. Big Brother. Mother needs that medicine desperately. Aber welche Medizin denn nochmal? It's a blood thinning medicine. Okay, warte mal, hier steht so. Blutverdünnendes Medikament. Und es ist sehr teuer. Okay, also es muss halt... Kautabletten, nein. Wasserlösliche Päckchen bei Migräneschmerzen. Nope, Tabletten für sechs. Nope, blutverdünnende Tabletten. Warfarin, Produktnummer. Ja, das könnte es sein. 1227. Blutverdünnendes Spray, das braucht sie auch nicht. Blutverdünnende Tabletten, nicht für Personen über 21 geeignet. Das auch nicht. Also vermutlich dann die... Huch. Dann kann es ja nur eins... Kann es ja nur das hier sein. That's right, I'm onto something. Ah, okay. Gut. Das heißt, das stimmt hier. Und jetzt ist halt die Frage, was hier stimmt. I need to make sure I'm looking at all the evidence. Ja, ich weiß. Mehr protective gloves. I need to look at every single detail there is. There must be a detail I'm missing on some of the evidence. Ja, ich weiß, aber ich weiß doch nicht. Ah, nur zum Gebrauch im Haushalt bestimmt. Bei Gebrauch mit anderen Chemikalien können giftige Dämpfe entstehen. Bei Verwendung auf Baumwolle entstehen helle Flecken. Ich glaube ja, dass es das mit den Flecken ist. I need to make sure I'm scouring all of the evidence.
Okay. I need to look at every single detail there is. Oh, ich weiß es doch auch nicht, meine Fresse. I need to make sure I'm looking at all of the evidence. Kann ich hier noch die anderen Sachen? Nee, ne. Also vermutlich sind die zwei hier für das, oder? I need to look at every piece of evidence. Ja. Bin richtig glücklich. There must be some small detail I'm missing on some of the evidence. I should read every detail on the evidence. Mhm. There must be a detail I'm missing on some of the evidence. Ja, richtig. Ich bin so genervt davon. Das macht mir keinen Spaß. Ich meine, na. Verwendung. Ich meine, ich hab jetzt alles versucht hier. Oh, das habe ich gelöst. Okay. Ich kann hier... Nee, okay. Also hier kann ich keine mehr. Das heißt, die beiden müssen auf jeden Fall für das sein. There must be some small detail. Aber ich weiß noch nicht was. There must be a detail I'm missing on some of the evidence. Ja, ich mache jetzt mal Tipp, ja. Das geht mir. I feel like I could group this evidence based on the questions they relate. Okay. Ja. I'm sure that everything I've grouped relates to the right question. Ja, das wusste ich vorher auch schon. Danke dafür. Oh. Use with other chemicals? Nein. This product is for domestic use? Nein. Ich meine, es muss eins von den unteren drin sein. Wear protective gloves. Gloves. Nein, hat er ja nicht an. Contact with blood or other bodily fluids may result in salty deposits. Oder use on cotton will result in bleach staining. Dass der da einfach so Flecken hat. I need to make sure I'm scouring all of the evidence. Okay. The mallet must have been used to hit something living. The crystallization proves it. Then they carried it down to the boot of a car. The only possible motive I can see is that Theo needed money to pay for his mother's medication. A life for a life. Could Theo really be that cold? I got the impression that Annabelle was in charge. It's not enough. I can't accuse them without something solid. I'll have to keep an eye on the McKees and continue. Hi, Dad. Oops. Dad? Ich ermittle hier gar nicht. We need a little chat about your neighbors. The McKees? Damn. I can't let her see this after I made a promise. Now, why is this door closed? Dad, are you back there? Perhaps I should just come out with it. I don't know. Hello? No, it's his daughter. I'm afraid not. He must be out. I don't. I'm sorry, but... Right. Well, I'm sorry to hear that, but... Good day to you, too. I can't stop now. Not after what I've seen. I'll just have to make sure I find something that Catherine can use in her investigation. It's the only way she'll understand. Weiß ich nicht. Könnte auch die wirklich sau machen. Hupsala. Ja, keine Ahnung, was er da wirklich gesehen hat.